Langsam, mein Freund. Erstmal muss ich hier looten. Hey, was machst denn du? Flup. Bleib liegen. Hallo VR Gamer, ich bin DeLorean787 und ich bin hier in Walking Dead Onslaught. Ja Leute, es schaut soweit ganz gut aus. Ich habe bereits das Tutorial und die Einführungsmission Main Street gespielt. Und wir haben jetzt auch hier am Community Board Hilfe bekommen. Und zwar gucken wir uns das jetzt halt mal an. Supplies from Hilltop, das hört sich doch schon mal cool an. The Communicator. Sounds like Rajul has plans for a town hall. Ja Leute, ich bin wirklich ein Fan von der Serie. Ich habe die schon zweimal durchgesuchtet und habe mich hier auf dieses Game riesig gefreut. Man hat schon erste Reviews gesehen und da hat das Spiel leider nicht so toll abgeschnitten. Bis jetzt kann ich es noch nicht verstehen, gut, bis auf die Kampfphysik, die ist jetzt nicht so überragend. Man kann hier so mit dem Messer, ich habe jetzt leider gerade keins, einfach so durchlaufen und hier einen nach dem anderen abstechen. Das ist definitiv nicht so glorreich gelungen. Aber wir gucken uns das Spiel trotzdem weiter an, dazu habe ich mich einfach zu sehr drauf gefreut. Und ihr seht auch schon hier, Carol ist fleißig im Garten am Arbeiten, Michonne steht hier beim Missionen verteilen und Mr. Dixon hockt natürlich chillig wie immer am Lagerfeuer. Materials attached. Ich muss das hier selber erstmal ein bisschen überblicken. Rewards collect. Die kann ich einfach nur collecten. Kann man sonst noch credits? Go over to the drafting table and we can finalize plans. Okay. Wir können jetzt halt hier. Expanding Alexandria will offer you different perks in the field. Alexandria, try building the town hall. Das ist richtig cool. We have all the materials and enough workers to support it. Richtig drauf gefreut. So, was haben wir denn hier? Town Hall. Okay, da haben wir alles. Increase the maximum heal of all. Okay, allowing them to take one more walkers at once. Construct. Bin ich aber gespannt. Schwarzes Bild. Wow. Staffing a building with additional workers will improve its efficiency. Stand dir jetzt da vorhin? Das ist der Shit, ne? Alexandria could start looking like the world we had before. Wäre es irgendwie cool gewesen, wenn man das noch ein bisschen gesehen hätte, wie sich das Teil aufbaut. Und wir können es dann upgraden, okay? Sehr nice. Also ich denke, ich weiß schon, worauf das Ganze hier hinauslaufen wird. Wir werden nur am Farmen sein. Gut, gehen wir mal zu Michonne. Hallo. So, dann gucken wir uns mal hier um. Was haben wir denn jetzt hier? Scavenger Map. Das war das, was ich gerade gemacht habe. Das Ganze hatte ich hier auf Survivor gespielt. Wir lassen das natürlich auch so, aber wenn ich das jetzt confirm. Ah ja, dann hupt er da direkt, dann könnte ich losfahren. Was anderes kann ich jetzt nicht annehmen, oder wie? Ich muss mich nochmal hier ein bisschen umgucken. Supplies from Hilltop, the Town Hall, okay. Also hier steht dann quasi alles, was ich schon gemacht habe. Okay. Was macht. Oh, schau mal hier, Daryl. Finally ready to talk. Hey. Echt cool, dich mal hier vor mir zu sehen, Mr. Dixon. Okay, was haben wir hier? Campfire, Captor One. Desperate Days. Das hört sich doch gut an. After a subway run goes wrong and leaves him stranded, Daryl must find a way home. Wir lassen das natürlich wieder auf Survivor. Wir wollen ja ein bisschen eine Herausforderung haben. I told you not to go out. Why didn't you listen? She's still out there. Who? The girl. I told you. Just need another day. I can find her. You came back in a cop car, covered in blood.
I asked you to tell me what happened, and instead you ran off. What's going on with you? I need you to trust me. No, Daryl. I'm trying to rebuild after a war. I need everybody here, now. Carol. Ha, cool. Fine. You really want to know what happened out there? Ich hoffe, da wird wirklich hier deutsche Sprachausgabe nachgereicht. Wäre echt wünschenswert. Started with the herd. Dann wechselte die deutsche Community doch recht zügig. Chapter 1. Destroy. Crash. First thing I heard was Eugene on the radio. Anybody there? I heard one hell of a cacophonous crash. Hey, Eugene hört sich wirklich komisch an. Next I heard the walkers. So, wir sind hier in irgendeinem Camp. Hier sind direkt Walker. Und ich habe keine Waffen. Hätte ich mir die vielleicht noch auswählen sollen? Nee, da steckt ein Messer. Das nehmen wir natürlich gleich. Das steckt hier schön im Rucksack. Achso, das muss ich ja mit links nehmen, haben wir gelernt. Das ist wirklich ein sehr komisches System hier zum Looten. Man will ja automatisch mit rechts zulangen. Okay, dann kommt mal her. So Leute, und das ist genau das, was ich gesagt habe. Hier kommt jetzt der Walker auf mich zu und ich steche ihn einfach nur das Messer in den Kopf rein und das war's dann auch schon. Und so geht das jetzt mehr oder weniger die ganze Zeit. Ich meine, man kann sich das natürlich etwas immersiver gestalten und packt ihn dann hier so am Hals. Was just hoping for meds. Und sticht in das Messer rein, aber es ist irgendwo absolut keine Herausforderung. Man muss nicht mal irgendwie festzustechen, das reicht, wenn man hier eine ganz leichte Bewegung macht. Ich glaube, da ist man ein bisschen von Sands and Sinners verwöhnt, da sich das da wirklich gut angefühlt hat. Aber egal, ich bin ein Riesenfan von der Serie und ich möchte das Spiel trotzdem so gut wie es geht genießen. Wir laufen hier einfach dagegen. Und dann können wir die Kisten am Boden aufmachen. Da hinten war doch noch irgendwo einer. Hier, da läuft doch rum. Komm her. Komm her. Touch. Einmal in die Brust und einmal ins Auge. Okay, looten gestaltet sich natürlich sehr einfach. Liegt dann auch an den Supply-Runs. Mein Handy labert hier einfach dazu. Okay. Sehr nett. So. Wir haben hier alles gelootet. Wir gucken mal, was da los ist. Kann man den jetzt hier auch packen? Shriver State Park. Nicht wirklich. Why were you out so far? Aufmachen. Was supposed to be a shortcut back. Okay, wir können hier nicht mal irgendwie durchlangen. Das ist sehr cool. Unsere Hand bleibt hier einfach kleben und wir haben auch Force Feedback. Gut, gucken wir uns weiter um. Eventually, I found some meds. Fix me up. Oh, wo kommst du? Kommt ihr zwei her? Hör auf, mich zu beißen. In die Schulter und in den Kopf. In die Schulter und in den Kopf. Place was crawling. Had to keep moving. Also grafisch kann ich jetzt halt nicht meckern. Könnte natürlich ein bisschen hübscher sein, aber ist völlig okay. It took you 2 days to get back. You don't think I need to know what's going on? Hey Kollege, was hängst du hier so ab? Da glitscht aber ganz schön. Hup. Hallo. Okay. Winchester was turning into the only choice I had. Kein Problem, so easy wie die gehen, haben wir die gleich down. Boah, da kommt sogar einer vom Auto vorgebrochen, komm her. Blatsch. Massenabfertigung, ups. That's when he drove home. Wasn't that easy. Genau das ist das. Das ist eigentlich echt keine Schwierigkeit dabei. Also ihr könnt auch nochmal eine Stufe höher von der Schwierigkeit stellen. Wir haben hier eine Pistole. Sehr nice. Haben wir gleich. 6 Schuss.
tut mir leid für euch, Cops, aber ihr wart einfach nicht stark genug. Hallo? Ihr kommt hier nicht hoch. Place was shithoused. People must have panicked. Die können wir eh nichts tun, die sind da alle gefangen. Die lassen wir hier leben. Wir verschwenden keine Munition. Wer weiß, wie viel wir probably trying to keep things under control. If you say so. Okay. Den einen überraschen wir von hinten. Ist irgendwie unlogisch, dass ich mit der Pistole dreimal auf den Schädel schießen muss, bis er stirbt. Und mit dem Messer steche ich einfach nur einmal ganz easy rein. Aber okay. Wir brauchen Munition. Gatsch. Ich bin ein Cop-Killer, oh mein Gott. Da ist eine Kiste. Was war das für ein... Hey, du lebst ja noch. Zur Kiste. Okay, ich denke, Munition kriegen wir hier mehr als genug. Nachladen. Man hat ja nicht mal Probleme irgendwie mit dem Nachladen, weil wenn Munition alle ist, hat man automatisch das Magazin in der Hand und steckt es einfach nur rein und fertig. Man kann sich natürlich versuchen, das Ganze ein bisschen selber immersiver zu gestalten und einfach nicht so easy spielen, wie es ist. Aber da sollte definitiv noch nachgebessert werden. Weil das kann es nicht sein, dass man hier so easy peasy durchläuft. Okay, nachladen. Schuss, Schuss. Tot. Okay. Nice. Grafikfehler. Hier steht sonst nichts mehr rum. Da ist die Kiste. Platsch. Es fühlt sich irgendwie einfach nicht so gut an wie Saints and Sinners. Muss man hier definitiv sagen. Aber ich habe keine... Ah, warte mal, lieber Waffe wechseln hier. So, Messer. Dann müssen wir leider hier wieder einen auf den hier machen. Und noch mehr Bundeswehr-Typis. Da ist noch eine Kiste. Sammeln alles ein hier. Kommt's her. Klatsch, klatsch, klatsch. Okay, der stirbt auch, wenn ich ihn nicht in den Kopf stech. Hoppala, sorry. Ammo. Okay, jetzt hätte ich was wieder auf die Piste wahrscheinlich. Oh, komm mir nicht zu nah. Komm mir nicht zu nah. Also die Zombies schauen ja wirklich cool aus. Da kann man sich nicht beschweren. Aber es fehlt einfach das gewisse Etwas. Und das von diesem Studio sollte man eigentlich mehr erwarten, weil die machen ja wirklich schöne Sachen. Messer. Oh, geh weg. Klatsch. Okay, von der Seite stechen kommt auch. Klatsch. Ist auf jeden Fall besser als der hier. Klatsch. Zombies metzeln macht Spaß. Egal wie. Got through, barely. Then I headed toward town. First step to getting home. What now? The Forge will train Alexander to get more out of Skeleton. Ja, ich und mein Englisch halt, das ist echt Katastrophe. Es ist nicht schlecht. Also als Walking Dead Fan kann man das
durchaus machen hier. Before the trail goes cold. Not until you tell me the whole story. Ich habe gehört, die Spielzeit soll um die 6 Stunden sein. Your life's in danger. Bin ich mal gespannt. Ain't right. Man kann sich das sicherlich auch noch ein bisschen strecken. We're trying to rebuild. I'll tell you the rest. And if you won't help, I'll find someone who will. Tell me everything, and you might not have to. Okay. Captor One. Erledigt. Keine Materialien gefunden. Scouting Party. 13 von 14. 9 Minuten 20. Continue. Saved. So. Hat jetzt er hier Captor 2 plus 2. Da müsste ich jetzt noch 2 Leute finden, um diese Captor zu spielen. Hier haben wir nichts Neues bekommen. Hier kann ich auch noch nichts upgraden. Gut, wir haben auch nichts mehr gefunden. Das heißt jetzt im Endeffekt, ich habe hier was Neues. Already trying to run off again. I'm sure he has his reasons. Military. At least the scouting efforts are going well. How can I help out? Wir machen jetzt das Ganze mal auf Veteran. Einfach mal nur, um zu sehen. Wir kriegen dann auch, glaube ich, mehr. Ja, tatsächlich. Wir kriegen mehr Materials. So, confirm. Jetzt gehen wir schnell unsere Waffen ausstatten. Das war so. Ah, das habe ich hier sowieso noch im Loadout. Upgraden kann ich hier noch nichts. Nein, da fehlt mir das Zeug hier. Egal. Das passt. Und wir spielen natürlich wieder direkt. Let's go. Oh, das ist nice. Windmühle, die brauchen wir. Bin echt schon gespannt, wie Alexandria ausschaut, wenn es dann komplett fertig ist. Ich werde hier definitiv noch ein paar mehr Folgen aufnehmen. Military Checkpoint. So, wir gucken uns mal um. Ach ja, wir müssen jetzt halt wieder laufen. Grab supplies and keep moving. Uns rennt ja diese rote Wand hinterher und hier sehen wir den Weg, wo wir zurücklegen müssen. As long as no one got here first, we should find something. Gut um. Und wir müssen irgendwo rein. Okay, einfach laufen. Wir nehmen das Messer. Nein, sag ich mal, Magazin ausgeworfen. Shit. Munitionsverschwendung. Hier ist nichts für mich. Van's prepping for evac. See if there are any supplies around. Wie habe ich das Messer? Ah ja, so. Macht irgendwie mehr Spaß so von der Seite so. Wie gesagt, man kann sich das definitiv selbst ein bisschen immersiver gestalten. Ist hier noch was? Nee. Oh, hey, Platsch. Da liegt was rum. Da liegt Muni rum. Komm, nimm. Nimm. Oh. Hey, geh weg. Oh mein Gott. Jetzt geht auch noch mein Akku leer. Ich brauche hier alles. Kurzzeitig die Kontrolle verloren hier. Oh. Flash. Voll ins Gesicht. Und sie ist nicht tot. Another Walker on me. Okay, da liegt noch was rum. Holz. Wir gucken jetzt trotzdem noch mal da lang. Durchs Zelt durch. Okay, auf Veteran ist da definitiv mehr los. Sehr cool. Muss man sich sogar ein bisschen anstrengen und aufpassen. Bisschen Zeit haben wir noch. Ach so, sie muss ja wieder hauen. Every time. Time left. Oh, ich hab nur noch. Oh, scheiße. Hey, hör auf. Patch myself up. That last one hurt. Das geht hier irgendwie diesmal anders. Komm her. Du schaust ja noch ganz frisch aus hier.
noch nicht so alt. Und trotzdem tot. We're halfway to rendezvous. Nix. Okay, das ist nichts. Ich bin einfach da lang. Da vorne liegt was. Die blinkt. Da ist die Kiste. Komm her. Geronimo. On the way to evac. Won't be long. Walkers on me! Clutch. Not dead yet. Ja, cool aus. Just need to find some medicine. Should stop some of the bleeding. Langsam, mein Freund. Erstmal muss ich hier looten. Clutch. Hey, was machst denn du? Plupp. Bleib liegen. Hey, da kommen noch zwei. Die wollen liegen. Alle sterben. Okay, jetzt aber hier lang. Also Leute, ich kann euch definitiv empfehlen, stellt das Ganze gleich von Anfang an auf Veteran. Dann macht es definitiv mehr Spaß. Hier gibt's so viel Scheiße zu holen. Ja. Escape in the van, ja, ich komme ja schon. Immer mit der Ruhe, wir wollen ja Zeug haben. Oh, da ist noch eine Kiste. So. Komm her. Du bist der Letzte, der sterben darf. Achso. Oh. Ah. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Lauf. Ja, bin ja schon da. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich das hier geschafft habe. Ja, man muss hier echt aufpassen. Man läuft hier doch ganz schön viel rum. Und irgendwann haut man halt einfach mal gegen die Wand. Jo Leute, also ich finde schon, es macht Spaß. Man kann sich hier nicht beschweren. Das ist ein ganz cooles Spiel. Mission abgeschlossen. Okay, wir haben 7x Holz, 7x Metallteile, Heavy Pistol. Und wir haben einen Überlebenden gefunden. Und zwar Brooklyn heißt sie. Okay. War es nicht ganz so toll. Aber okay, auf Veteran kann man das durchaus machen. Gut, jetzt brauchen wir natürlich noch einen, um die nächste Mission zu machen. Finde ich eigentlich sehr cool gemacht. Bauen oder upgraden können wir hier. Wir können upgraden. Town Hall. Wir haben natürlich noch keinen anderen Blueprint, also machen wir das doch einfach mal. Wir graden die Town Hall ab. Ja, und das finde ich jetzt genau schade. Dass hier einfach das Bild dunkel wird und man nichts mehr sieht. Maximum Healed plus 40. Das ist nice, okay. Wood Metall. Haben wir noch ein bisschen was da? Die Armory has the new weapon you found. You might be able to upgrade it. Ach sehr, ich soll meine Waffen upgraden. Dann machen wir das doch mal. Wir haben hier jetzt die Schwere. Upgrades. Wir machen. Looking good. Nice. Enable. Achso, jetzt können wir das Upgrade an- und ausschalten. Loadout. Das, Moment mal. Ich will jetzt nicht die Waffe haben, sondern die Waffe. Hey, hier rein. Moment mal, wie ging das jetzt nochmal? Wenn ich jetzt das Messer nehme, ich klicke das an und klicke auf die Waffe. Perfekt. Und jetzt klicke ich das Messer an und tue das darin. Scheißwaffe habe ich noch dabei. Können wir das Messer auch upgraden? Da bräuchte ich jetzt noch ein Holz. Also nicht. Aber für was sollte ich das auch upgraden? Was ist denn das hier? Mods? Weapons.
all be found out in the field. Okay. Sehr nice. Ja, Leute, ich bin definitiv gespannt, wie es hier noch weitergeht, vor allem mit der Story. Keep it up. We're getting somewhere. Und ich hätte gesagt, das war's an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst bitte einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es hier weitergeht in The Walking Dead. Bye!